Nach kurzer Unterbrechung geht es jetzt mit dem Interview. Wir hatten gerade Probleme im Internet, aber die scheinen behoben zu sein. Auch die Zahlen, aber es war für mich absolut schockierend. Ich habe es nicht erwartet, dass es so wenig ist. Und da in anderen Ländern ist das anders, da liegt es ein bisschen höher, aber insgesamt ist es vollkommen klar, dass wir jetzt den Lohnspitze erreicht haben. Danach geht es runter. Wir haben Rezession und in den neuen Verhandlungen ist es klar, dass die Inflation weg ist. Insofern verhandelt ja niemand mehr auf der Basis von 6-7% Inflation. Also die 4,5% war das Höchste, was wir gesehen haben. Jetzt geht's runter. Und jetzt auf dieser Basis und mit der Rezession in Europa müsste die EZB runtergehen. Es ist für jeden einsichtigen Menschen vollkommen klar, dass sie runtergehen müsste. Nur sie müssen jetzt ihre Position verteidigen, dass es ein Jahrhundertproblem war, diese Inflation. Und wenn sie jetzt runtergehen würden, würde jeder sagen, ja, warum habt ihr euch so angestellt, wenn es so schnell weg ist? Und jetzt erfinden sie irgendwelche Zweitrundeneffekte oder so. Also es ist völlig irre. Ich will nochmal, als alter Mann, da muss ich das nochmal hinzufügen, es wird zum Beispiel von geldpolitischen Experten gesagt. Stimmt, also dass die Löhne überhaupt nicht stark steigen, dass es zwar einige Sondereffekte während der Pandemie gab, dass die regulären Tariflohnsteigerungen, die dann auch die Basis nächstes Jahr sein werden, absolut im Rahmen liegen und da nichts von einer sich beschleunigenden Lohnentwicklung abzeichnet. Das hat Heiner Flassbeck auf seinem Blog Relevante Ökonomik schon gut gezeigt. Gesagt, ja, in den 70er Jahren, da gab es auch Zweitrundeneffekte. Nachdem die Bundesbank damals die Zinsen gesenkt hat, ist die Preise wieder hochgegangen. Ja, was nur die Herren und Damen schlicht unterschlagen ist, im Ende der 70er Jahre gab es nochmal einen Ölpreiseffekt. Ne? Es gab nochmal eine Ölpreisexplosion. Die Ölpreise haben sich, wann war es, 79 oder 80, nochmal verdoppelt. Ne? Und das gab nochmal einen zweiten Schub. Mit der Geldpolitik hatte das gar nichts zu tun. Und das okay, heute scheint wirklich das Internet etwas ruckelig zu sein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oder warte. Haben wir nicht. Wir haben eine völlig normale Entwicklung an den Rohstoffmärkten. Es droht kein zweiter Schub und deswegen gibt es keine Begründung, nicht runterzugehen. Und es wird so kommen, dass die Amerikaner am Ende, obwohl die in einer völlig anderen Situation sind, noch eher runtergehen als die EZB vermutlich. Ich habe es gerade vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich habe die letzten Wochen immer mal wieder ein Meme ausgepackt mit einer Lagarde drauf, wo steht, wir müssten eigentlich die Zinsen senken, aber wir können nicht, weil die Amerikaner es nicht vorgemacht haben. Genau, ja. Nee, das ist, aber die USA sind in einer vollkommen anderen Situation. Ne? Aber das Irre ist ja auch, was auch in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen wird, was man auch in der ehrlichen Diskussion mal ganz klar analysieren müsste. Die Amerikaner haben die Preise sind in den USA, die Inflationsrate ist in den USA genauso zurückgegangen wie in Europa. Ne? Also die Kurven laufen fast aufeinander, wenn man die nebeneinander malt. Nur die haben keine Rezession, ne? In Europa hat die EZB behauptet, man braucht Rezession, sie muss jetzt Rezession machen, sie muss die Nachfrage dämpfen, damit die Preise wieder runtergehen. Die Amerikaner gehen die Preise runter ohne jede Dämpfung, ne? Was zeigt, dass man diese Dämpfung überhaupt nicht gebraucht hätte. Wobei natürlich auch Jerome Powell von der Fed natürlich auch immer hausieren ging über die letzten 12, 14 Monate, dass er schon auch Schmerzen sehen will in der Wirtschaft und vor allem im Arbeitsmarkt, bevor man eine Zinswende einleiten kann. Also ja, zumindest hat er diese Rhetorik bisher ja auch aufrechterhalten. Naja, die sind ja auch in einer anderen Situation. Die haben wirklich Vollbeschäftigung, die haben einen echten Boom. Ne? Die Wachstumsraten sind irre. Die hatten im dritten Quartal auf Jahresrate hochgerechnet, deren Rechnung da 5% Wachstum, im vierten haben sie 3%. Jetzt ist schon wieder, deutet sich an, dass es wieder um die 3% ist. Also das sind schon irre, das sind andere Welt. Ne? Und Vollbeschäftigung, wie gesagt. Und die Löhne steigen da übrigens auch ordentlich. In den USA steigen die Löhne auch um 5-6%. Also der lebt in einer anderen Welt und ist trotzdem offensiver, was die Zinssenkung angeht, als die Europäer. Aber würden Sie sagen, besteht für die USA die Gefahr eines Zweitrundeneffekts? Nein, auch nicht wirklich. Die USA haben gesundes Lohnwachstum. Dort wachsen die Löhne entsprechend den Produktivitätssteigerungen seit der Pandemie. Also das war dort tatsächlich mal anders. Die Regierung hat dort gegeben. Und obwohl die Notenbank versucht hat zu bremsen, war die Regierung mit der Fiskalpolitik, weil sie wirklich ordentlich Geld in die Wirtschaft gepumpt hat, dadurch stärker und hat auch dafür gesorgt, dass die Löhne wieder ordentlich steigen. Das ist eine sehr gute Entwicklung, die wir hier in Europa eigentlich versuchen sollten nachzuahmen. Aber aktuell macht unsere Bundesregierung und machen viele andere europäische Regierungen gerade genau das Gegenteil.
Die Löhne werden weiter steigen, was ja auch völlig in Ordnung ist. In dieser Größenordnung 5-6%, 4-5% ist völlig in Ordnung. Die amerikanische Situation ist eben dadurch gekennzeichnet, dass die Fiskalpolitik weiter extrem expansiv ist. Die öffentlichen Defizite liegen in der Größenordnung von 7-8%. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was wir hier machen. Wir haben hohe Zinsen, hohe Realzinsen und haben dazu Versuche des Staates zu sparen. Also prozyklische Politik nennt man das. Er verstärkt die Abschwächung. Und das ist eine völlig andere Situation. Und wir müssen einfach begreifen, das ist unser Hauptübel. Wir sind nicht in der Lage, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, hier zusammen diese Schuldenfrage zu klären. Und wenn wir diese Schuldenfrage nicht klären, also kann der Staat Schulden machen unter welchen Umständen, dann wird das in Europa nichts. Und es gibt niemand auf der ganzen politischen Ebene in Europa und in Deutschland, der bereit wäre und der Lage, oder vielleicht auch in der Lage, will ich gar nicht sagen, aber es scheint so, in der Lage wäre, da mal zuzuhören und mal sich die Argumente anzuhören. Die sind absolut zwingend, die Argumente, die kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Ja, was gerade einer im Chat schreibt, bis in die 2010er Jahre, von den 70er Jahren an, war die Lohnentwicklung in den USA eine absolute Katastrophe. Natürlich stimmt das. Deswegen ist es ja so erfreulich, dass sich das in den 2020er Jahren jetzt geändert zu haben scheint. In den USA, im Gegensatz zu uns in Europa, wo die Lohnentwicklung immer noch relativ schlecht ist. Also es gab, wie gesagt, einige gute Lohnabschlüsse, beispielsweise in Deutschland. Aber das, eine Schwalbe macht doch keinen Sommer und ein paar Lohnabschlüsse, die tatsächlich etwas oberhalb von 2% lagen, machen noch keine vernünftige über viele Jahre hinweg gewonnene Lohnentwicklung. Also die Lohnentwicklung, die wird sich hier in Europa eher wieder abschwächen und vor allem in Deutschland. Also das hat Heiner Flassbeck ja am Anfang erklärt, Deutschland fährt seine Politik des Lohndumpings fort. Da sollten wir uns nicht von einigen guten Abschlüssen, die einige Gewerkschaften hier erreicht haben, täuschen lassen. In den USA, da sieht es anders aus. Da steigen die Löhne auf breiter Front, auch bei den eben nicht von Gewerkschaften verhandelten Verträgen, sondern auch bei ungelernten Jobs bei Arbeitern, die gewerkschaftlich extrem schlecht organisiert sind. Aber es gibt niemanden, ne? Es gibt nichts. Wir machen weiter, unsere schwäbische Hausfrau. Wir sind die schwäbische Hausfrau und wir sparen jetzt ordentlich und dann wird alles gut. Ne? Mhm. Ich komme gleich nochmal zur schwäbischen Hausfrau zurück, weil die Frage sich natürlich nachher anschließt. Aber ich bleibe mal ganz kurz in den USA. Haben wir nicht trotz allem, natürlich wissen wir das alles mit den hohen Defiziten, ist die Gefahr aber nicht trotzdem für Zweitrundeneffekte da? Denn wenn wir sehen, dass wir eine permanent robuste Wirtschaft haben, die ziemlich kräftig wächst, dass wir dann auch in der Tendenz natürlich wieder steigende Preise sehen? Ja, ein bisschen kann das schon sein, also aber nicht in einer Dimension, die vergleichbar wäre mit dem, was wir hatten. Ne? Diese Schocks sind ja weg. Der Ölpreisschock, der Gaspreisschock, die sind weg. Die gab es ja auch in den USA. Wie gesagt, die Preisentwicklung in den USA ist fast genau so wie in Europa. Und ohne diese Schocks wird es vielleicht irgendwann, habe ich auch immer gesagt und ist möglich, eine normale Inflationierung geben, weil die Löhne steigen, immer weiter steigen. Irgendwann ist zu viel und dann wird die Fed wieder auf die Bremse treten. Aber es ist dann immer noch eine völlig andere Situation als bei uns. Ne? Wir haben hohe Arbeitslosigkeit, wir haben Rezession. Die Rezession könnte sich in diesem Jahr noch verschärfen. Ich meine, die Null, die Regierung da hinschreibt, ist ja reine Fantasie. Genau wie im letzten Jahr die plus irgendwas Fantasie war, haben wir auch drüber gesprochen, war reine Fantasie und war auch falsch. Und von daher sind die Amerikaner in einer super komfortablen Situation. Nur wir machen uns verrückt, wir machen uns kaputt, weil wir diese Schuldenfrage nicht klären können. Warum tut man sich so schwer zu verstehen, dass Europa und USA in zwei völlig verschiedenen wirtschaftlichen Situationen sind? Weil bisher tut man eigentlich so, als wäre alles irgendwie parallel. Europa läuft so mit so ein paar Monaten Verzögerung in diesem ganzen Inflationsprozess hinter den USA her. Aber das ist ja nun offensichtlich nicht der Fall. Wir haben jetzt hier auch drüber gesprochen. Aber das nimmt ja eigentlich keiner so richtig wirklich zur Kenntnis. Naja, weil es niemanden gibt, der ein bisschen umfassenden Blick hat, der sich die verschiedenen Komponenten alle mal anschaut und nicht nur eine. Und wenn man die fiskalische Seite mit hinzunimmt, dann haben die Amerikaner unter Biden einfach ein irrsinniges Expansionsprogramm gemacht. Mein Freund Larry Summers hat ja gesagt, das wird jetzt die große Inflation geben. Hat es auch nicht gegeben, ne? Sondern es gab auch den gleichen Inflationsschub wie bei uns. Aber die Wirtschaft wächst weiter.
Und das ist das, was wir leider brauchen. Wir brauchen eine wachsende Wirtschaft, weil wir einfach sonst unser Beschäftigungsproblem nicht lösen können. Man kann nicht. Exakt. Und das widerlegt auch diese Lügen von Christian Lindner. Der hat ja immer erzählt, wir müssten uns jetzt an die Schuldenbremse halten, wir dürfen keine zusätzlichen Schulden machen, weil dann die Inflation noch weiter anstiege. Ja, Unsinn. Völliger Unsinn. In den USA sehen wir es. Die Defizite sind wesentlich höher und was passiert? Nicht die Inflation ist dort unbedingt höher, sondern das Wachstum. Zusätzliche staatliche Ausgaben hätten die Inflation fast gar nicht beeinflusst, aber dafür hätten wir jetzt vermutlich keine Rezession, sondern deutliches Wirtschaftswachstum, trotz der Energiekrise, der wir gerade entgegenschauen.